Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Willkommen zurück hier in unserer neuen Staffel von Strategic Command World War II War in Europe mit und gegen den Hobbygeneral. Wie gewohnt am Beginn der Staffel ein paar einleitende Worte zur Lage und zum Ausblick. Und dieses Mal konzentriere ich mich voll und ganz auf das Thema Afrika, denn dort spielt ja im Moment die Musik. Und was für eine Musik. Also kurz zur Erinnerung, was ist dort passiert in der letzten Staffel? Die Deutschen sind aufgetaucht und zwar nicht nur mal irgendwie mit so einem kleinen Afrika-Chor, habe ich zumindest das Gefühl, sondern noch vom Hobbygeneral, das ist zumindest jetzt meine Vermutung, noch mal deutlich verstärkt. Also mit einem richtig großen Kontingent und zwar überraschenderweise anders, als ich es erwartet habe, an beiden Fronten offensiv unterwegs. Das heißt, in Tunis ist erneut eine Achsenoffensive im Gange und zwar eingeleitet durch einen Fallschirmjägerangriff wieder plus deutsche Armeen, eigentlich glaube ein oder zwei Armeen oder eine Armee und ein Korps, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber vor allem wichtig, plus auch einem Hauptquartier, sodass das dann eine ziemlich schlagkräftige Truppe ist vor Tunis. Auf der anderen Seite aber, die Hauptkräfte hat er in Richtung Ägypten geschickt, zwei Panzerkorps sind dort unterwegs und die haben dort richtig massiven Schaden angerichtet, weil sie mich dort auch auf einem völlig falschen Fuß erwischt hatten. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Erstens, wir waren nicht in Defensivposition, als der Angriff losging, weil ich unbedingt Tobruk nehmen wollte. Und das führte dazu, dass unsere Einheiten nicht gut standen, auch erschöpft waren, nicht verstärkt waren, teilweise keine Upgrades hatten und so weiter, weil ich das als großes Ziel gesehen hatte, weil die Italiener dort keine Gegner für uns waren. Nun ja, das war das Erste. Das Zweite ist, dass ich dann im Rückzug einen Verklickerfehler gemacht hatte, der dazu geführt hatte, dass ich mich noch nicht mal vernünftig zurückziehen konnte, sodass wir dort jetzt in einer noch schlechteren Situation sind. Vor allem ist tragisch, dass wir dort unsere eigenen Panzer verloren haben, plus die Panzerabwehr, die wäre dort jetzt super hilfreich gewesen. Außerdem noch eine Armee und so weiter. Also das sieht dort ganz übel aus in Ägypten. Und im Moment ist meine Einschätzung, das ist an ein Wunder grenzen würde, wenn wir Ägypten halten könnten. Also ich rechne tatsächlich im Moment, also die Chancen stehen schlecht, sagen wir es mal so. So, aber jetzt zur großen Frage, was sind unsere Möglichkeiten gerade mit Blick auf Ägypten? Tendenziell gibt es zwei Möglichkeiten, Ägypten aufgeben und versuchen, so viel wie möglich da zu retten und wegzuholen. Oder die zweite Möglichkeit ist, noch zu versuchen, Ägypten zu verstärken und es vielleicht noch so lange wie möglich zu halten, um Zeit zu gewinnen. Das Zeit ist ja hier wirklich ein entscheidender Faktor, denn wenn meine These stimmt, dass er da eigenes Kriegsmaterial und zwar in Größenordnung rübergebracht hat, fehlt ihm das natürlich für Russland vor allem. Das heißt, er muss es auch wieder zurückbringen und so weiter. Das dauert auch. Insofern ist das eine Überlegung wert. So, jetzt ist aber die Frage, wie verstärken wir Ägypten? Da gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Erstens, wir bringen was vom Mutterland hin. Da steht nicht viel, außer vielleicht ein, zwei Korps, die wir bringen können. Leider haben wir zu wenig Produktionspunkte, Stichwort Irak, um wirklich substanziell nachbauen zu können. Eine Armee haben wir immer in Auftrag gegeben, aber die dauert noch. Also da kann man vielleicht einen Chor hinbringen. Die andere Alternative wäre natürlich, unsere britischen Truppen, die bei Tunis stehen, einzuschiffen, in der Hoffnung, dass sie mit einem Kreuzen rüberkommen können nach Ägypten, dort anzulanden. Und da hätten wir ein weiteres Hauptquartier, eine gute Panzereinheit und eine Armee und einen Chor, die Ägypten doch dann vielleicht gar nicht so schlecht verteidigen könnten. Allerdings, also das halte ich tatsächlich für eine valide Option. Allerdings würde ich die nur ergreifen, wenn es uns vorher gelingt, mit den britischen Einheiten in Tunis die Sache dort so zu sichern und zu stabilisieren, dass wir die Franzosen dort alleine lassen können, ohne dass Tunis erneut in Gefahr gerät. Wenn Frankreich mit aus dem Spiel geht, haben wir nicht diese komfortable Situation, die wir jetzt im Moment haben, dass wir ein freies Frankreich in Nordafrika haben, was uns ein ganz einfaches Verschiffen der amerikanischen Truppen später nach Nordafrika ermöglicht, ohne dass wir eine große Invasion dort noch machen müssten. Das ist schon ein wesentlicher Unterschied. Insofern, wenn es zur Frage kommt, Ägypten oder Algerien dort oder französisch Nordafrika, würde ich, auch wenn das jetzt sehr hart klingt, tendenziell sogar eher Ägypten aufgeben, aus den letztgenannten Gründen. Weil am Ende
ist das natürlich, es ist wirklich ein Riesenproblem natürlich. Wir verlieren halt sehr viel Moral für die britische Seite und wir verlieren auch Einkommen. Aber am Ende wird dieser Krieg nicht durch Großbritannien gewonnen, das ist der entscheidende Punkt. Und auch nicht durch Ägypten, sondern am Ende wird der Krieg durch die Vereinigten Staaten, zumindest in Westeuropa, gewonnen. Und wenn wir dort eine gute Ausgangsposition haben, mit den amerikanischen Truppen dort ranzukommen, dann ist das tatsächlich unterm Strich der wichtigere Punkt für mich. Ein letztes Wort zur Gesamtlage. Ich habe schon ein bisschen angedeutet. Selbst wenn es jetzt hier schief läuft, was Ägypten betrifft, bin ich da jetzt nach wie vor einigermaßen optimistisch, weil man muss auch wissen, und ich habe es schon gesagt, dass er ja durch diese Sachen wieder viel Zeit verliert. Klar, er bekommt dort auch wieder Produktionspunkte, er reduziert unsere Produktionspunkte, aber am Ende fehlen ihm natürlich jetzt diese Truppen für einen Angriff auf Russland. Und wir sind ja schon fast im Frühsommer des Jahres 41. Historisch müsste jetzt eigentlich der Angriff auf Russland beginnen. Und das heißt, je später das passiert, umso besser wiederum für uns, was die Ausgangslage in Russland betrifft. Also, er braucht mindestens noch, ich sag mal, 3 Runden, wenn wir jetzt keinen großen Widerstand leisten, um Ägypten zu sichern. Dann muss er seine Panzer reparieren. Dann muss er sie überschiffen, wieder zurückbringen. Und dann muss er sie wieder verlegen. Also das heißt, er verliert jetzt, also es sind jetzt vielleicht noch 6, 7 Runden, wenn es gut läuft, bis er die an der russischen Grenze hat. Und was ich mir nicht vorstellen kann, ist, dass er einen Angriff auf die Sowjetunion macht, ohne seine Panzer. Weil natürlich könnte er das, die Power hätte er, aber er kommt natürlich deutlich langsamer voran. Und der entscheidende Punkt ist, dass mit dem Angriff natürlich die Sowjetunion mit einem Male 100% Kriegsbeteiligung hat und damit auch bei der vollen Industriekapazität steht. Und dann können wir natürlich unsere Verteidigung viel, viel einfacher aufbauen. Und dann ist eigentlich auf deutscher Seite ist vor allem Tempo angesagt. Und wenn er dann nicht die Panzer hat, um Tempo zu machen, um die Durchbrüche zu machen, dann haben wir viel mehr Zeit. Das heißt, er braucht die Panzer meines Erachtens an der Ostfront und die stehen halt jetzt in Ägypten. Okay, soweit zur Vorrede. Jetzt schauen wir uns dann den Gegnerzug erstmal an. Puh, ich bin sehr gespannt, was da nun passiert in Nordafrika, wie schlimm es jetzt wird. Okay. Er greift das Korps an, ja, nachvollziehbar. Da greift er unsere Panzer an. Wir fliegen ein bisschen. Okay. Wir können von ihm da nichts abschießen. Und er macht 2 Schaden an den Panzer. Das ist natürlich schon fett. Warum fliegt eigentlich nur dieses eine Flugzeug und nicht das andere, das bessere da? Verstehe ich gar nicht. Ein Schaden. Ah, italienische Armee dort. Jetzt kommen die anderen Abfangjäger. Er greift direkt dort unsere Jäger an. Okay. Aua! Wow, dass das so gut funktioniert, hätte ich jetzt ja nicht erwartet. Aua, 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 okay. Das sind auch noch unsere Verbesserten. Ausgeschaltet. Au, das ist ja bitter. Dessen. Puh. Und da kommen weitere paar. Ernsthaft? Das Korps leistet tatsächlich hier nochmal Widerstand. Das ist gut. Okay, da kommt der Bomber hinterher, der schaltet aus. So, jetzt haben wir ein bisschen Artillerieverteidigung. Die Panzer hat er noch nicht nach vorne geschickt. Jetzt kommt die Panzer. Jetzt geht es natürlich direkt gegen das Hauptquartier. Uiuiuiui. Okay, das Hauptquartier konnte sich ganz gut zur Wehr setzen. Ja, das steht halt in der Stadt, ne? Das ist nicht ohne. Aber das hat jetzt wehgetan. Der zweite Angriff hat wehgetan. Oh Gott, okay. Wow, wow. Ist das das Ende? Und jetzt kriegen die noch einen ab. Oh mein Gott. Wir kommen da noch nicht mal weg. So, U-Boot taucht ab. Er versucht jetzt aus der Nummer rauszukommen. Mal gucken, ob er mit dem Schlachtschiff da noch ist. Und irgendeine Truppe hat sich dort gebildet. Wahrscheinlich wegen der dramatischen Situation.
Ach, okay, alles klar. Das sieht alles, also es sieht ja, okay, in Jerusalem wurde die 10. Armee gebildet. Hitlers Stellvertreter Rudolf Hess fliegt für Friedensverhandlungen ins Vereinigte Königreich. Was? In jetzt schon? Was? Hä? Was ist das denn für eine Aktion? Okay, Geheimdienstberichten zufolge hat Rashid Ali al-Gayani vor, den pro-britischen Regenten des Irak, Prinz Abdul-Ilah, zu stürzen. Nach seiner Machtübernahme wird sich al-Gailani dann mit dem Irak den Achsenmächten anschließen. Ach du Scheiße. Aus diesem Grund müssen wir uns auf einen Konflikt mit dem Irak auf Seiten der Achsenmächte vorbereiten. Mögliche Maßnahmen sind die Besetzung des Hafens von Basra im Rahmen des anglo-irakischen Verteidigungsabkommens, das Verhängen von Wirtschaftssanktionen sowie die Vorbereitung des ersten indischen Korps in Kalkutta für den Einsatz im Irak. All diese Maßnahmen, die unter der Bezeichnung Operation Sabine zusammengefasst werden, würden uns 140 MPP kosten, verteilt auf 4 Runden mit jeweils 35. Möchten Sie den Startbefehl für Operation Sabine geben, damit wir uns auf einen Putsch im Irak zugunsten der Achsenmächte vorbereiten können? Unabhängig von Ihrer Entscheidung wird sich der Irak den Achsenmächten anschließen. Okay, damit sind ja unsere diplomatischen Investitionen dort komplett für den Arsch gewesen. Wenn Sie Ja sagen, werden wir jedoch in einer deutlich besseren Lage sein, das Land zurückzuerobern und die Erdölproduktion wiederherzustellen. Unsere Sanktionen werden die Versorgung der Achsenmächte in Bagdad vorübergehend auf Null senken, während unser 10. indisches Korps Basra annektiert. Auf diplomatischer Ebene kann unser Eingreifen im Irak dafür sorgen, dass Syrien 5 bis 8% mehr in Richtung der Achsenmächte tendiert. Okay, weil ich jetzt eh nicht mehr daran glaube, dass wir Ägypten da retten können, werde ich jetzt sagen, ja. Wir investieren das. Die 35 pro Runde. Vielleicht kriegen wir da unsere Produktionspunkte dann am Ende wieder raus. Oh Gott. Okay. Putsch von Befürwortern der Achsenmächte im Irak. Irak bereitet sich auf den Krieg vor. Das Vereinigte Königreich annektiert im Rahmen des anglo-irakischen Verteidigungsabkommens Basra. Das 13. indische Korps landet in Basra. Okay. Ja. Gut. Das ist alles, was wir da haben. Okay. Die Frage ist, was wir dort jetzt anstellen können mit diesem einen Chor. Keine Ahnung, das wird sich noch zeigen. So, und hier sind wir ja eigentlich komplett am Ende, oder? Die 10. Armee ist tatsächlich noch eine Armee. Tja, das Einzige, was wir machen können, wir halten halt noch hier die Bahnlinie. Wir können halt versuchen, komplett hier irgendwie eine. Können wir eine Verlegung machen? Ne, können wir nicht, weil wir vom Gegner umringt sind. Doch, den könnten wir. Das Hauptquartier können wir tatsächlich verlegen. Das ist alles, was wir verlegen könnten. Ja. Puh. Ich meine, seine Panzer sind auch so ziemlich am Ende, aber trotzdem, der Atem wird reichen für ihn. Ist leider so. Tja, ganz bittere Situation hier. Ganz bittere Situation hier. Während es hier etwas besser aussieht. Aber ich sehe schon, es ist ziemlich offensichtlich, dass wir ohne die Briten das niemals hier halten können. Niemals. Und wir haben einen Panzer unten gesehen, das wird dann auch schon wieder ziemlich knifflig. Also er hat alle seine Panzer hier stehen, ey. Ich weiß gar nicht, will er die Sowjetunion gar nicht angreifen? Also was ist da die Gesamtlinie dahinter? Das ist schon die Frage, ne? Tja, okay, ich mache eine kleine Denkpause und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, dann machen wir uns mal an die Verteidigung. Ich habe hier über diese Situation ziemlich lange nachgesonnen. Die Konstellation ist die, wenn wir mit hier unserer guten Armee in Tunis selbst die Deutschen angreifen würden, würden wir 3-3 machen. So, und das ist natürlich, klingt einmal verlockend, weil wir die dann auf 5 runterbringen. Und damit deren Angriffsfähigkeit auch deutlich reduzieren. Allerdings
Es ist auch irgendwie doof, weil wir natürlich hier in der besten Verteidigungsstellung sind, die denkbar ist. Und warum sollten wir jetzt in den Angriff gehen? Allerdings, andererseits, wenn wir sie auf 3 runterbekommen, dann können sie keinen so entscheidenden Angriff mehr auf dieses Korps machen, was wir hier jetzt wieder verstärken müssen. Ja, das ist eine ganz, ganz. Jetzt, wo ich das euch erzähle, eigentlich habe ich mich entschieden, nicht anzugreifen, aber jetzt gerade, wo ich euch erzähle, wie die Lage ist, bin ich schon wieder am Überlegen, ob ich nicht doch angreife. Hier mit dem Panzer könnten wir die Italiener angreifen mit 2-1. Allerdings können wir sogar zweimal machen, aber wenn wir den Panzer auf 4 haben und nicht verstärken, haben wir gesehen, dass die gegnerische Luftwaffe ihn komplett erledigt. Ihn jetzt zurückziehen ist ebenso schwierig, weil wir dann dem Gegner ermöglichen, hier mit 3 Einheiten gegen uns zu stehen. Der muss eigentlich einfach dort stehen bleiben und verstärkt werden. Er hat ja jetzt durchgehalten und er wird auch noch eine Runde durchhalten, denke ich, weil die Deutschen sind noch nicht da hier. Die hat er noch nicht nach vorne gezogen. Die Italiener, die können hier nicht viel machen gegen die Panzer. Pass auf, ich hab mich also jetzt umentschieden. Ich werde hier tatsächlich aus Tunis angreifen, einfach um dieses französische Korps noch etwas stärker abzusichern, damit das nicht so hart attackiert werden kann von der 8. Armee. Versuchen wir unser Glück. 3-3 müsste es auch schon werden. Also ein anderer Ausgang, ungünstiger für uns, wäre jetzt sehr fatal. Ist jetzt ziemlich hohes Risiko, was ich hier fahre. Aber manchmal muss es sein. Ja, 5 und bei uns. Nein! 5-4, so eine Scheiße! Das ist doch bekackt. Das ist richtig bekackt, weil das natürlich jetzt schon wieder so weit runter ist, dass er mit seiner blöden Luftwaffe uns hier wieder. Na, okay, jetzt kein Lamentieren, die Entscheidung ist getroffen. Wir werden jetzt erstmal die Franzosen hier verstärken auf 10. Wir werden unsere Panzer hier auf 10 verstärken. Und was die Franzosen noch haben, packen wir hier in die Armee rein. Und das war's dann. Mehr kann man mit Frankreich hier erstmal nicht machen. Dann werden wir unsere Jagdflugzeuge upgraden auf Stufe 2. Einen haben wir leider verloren. Wir haben auch im Moment, glaube ich, nicht die Mittel, die zu ersetzen. Die Franzosen sind hier auch noch mit ihrer Stufe 1 und mehr ist hier meines Erachtens nicht zu tun. Ich habe ein bisschen hin und her überlegt, ob wir vielleicht unseren Flugzeugträger hier in den Hafen packen. Der könnte natürlich mit seiner Luftüberwachung hier ein bisschen was erreichen. Aber ich habe einfach die große Angst und Befürchtung, weil uns das jetzt hier schon mal passiert ist, dass wir im Hafen einfach komplett zerbombt werden. Ja, wobei andererseits ist das natürlich ein weiteres, wie soll ich sagen, ein weiteres Ablenkungsziel für ihn. Ach, wisst ihr was? Ich finde die Idee jetzt schon lustig. Ich mache eine Denkpause und dann wenn es dann losgeht, dann entscheide ich mich nochmal um. Ich finde die Idee eigentlich gar nicht so schlecht, uns dorthin zu stellen. Der Weg dorthin ist sicher, also hoffe ich zumindest. Das könnte man tatsächlich sogar nochmal. Ne, was soll er hier? Ah, wir prüfen das nochmal. Jetzt bloß nicht fliegen oder sowas. Womit prüfen wir das? Aber dann könnte schon wieder irgendein Abfangjäger unterwegs sein, ne? Er wird hier nichts stehen haben. Nee, da bin ich mir ziemlich sicher. Warum soll er hier was stehen haben? Er könnte höchstens ein U-Boot dort stehen haben. In der letzten Runde war er da, aber dann müsste er hier vorbeigezogen sein bis hierhin. Glaube ich nicht dran. Nee, wisst ihr was? Ich riskiere es. Wir bringen das dorthin und dann helfen die einfach mit gegen diese vielen Luftangriffe. Das ist jetzt gerade in dieser Situation, glaube ich, schon eine ziemlich wichtige Sache. Und selbst wenn er die attackieren wird, können die ja ordentlich Widerstand leisten und ja, und machen halt zusätzlich noch Schaden an ihm und entlasten vor allem Angriffe gegen andere unserer Einheiten. Okay, er ist da erstmal sicher hingekommen. Wir könnten natürlich jetzt auch auf Bombardierung gehen, aber das werde ich mit Teufel tun. Das werden wir nicht machen, weil dann werden wieder Flugzeuge abgeschossen durch seine Abfangjäger und dann können wir eben das nicht leisten, was ich hier leisten will mit denen. Ja, das Einzige, was jetzt hier ein bisschen ärgerlich war, war Tunis. Aber mit der Fünfer gegen Tunis wird er jetzt auch keinen Stich sehen. Kann sein, dass er die Armee dann dort reinbringt, aber
Da wird er im ersten Angriff noch nicht viel machen können und dann ist die französische Armee hier schon wieder bereit, nach Tunis zu gehen. Also ich denke, das kann man einigermaßen verantworten. Aber die Idee, von hier nach Ägypten zu gehen, die kann man sich komplett abschminken. Wir gehen dementsprechend auch nach Ägypten und hier sieht es wirklich düster aus. Wir müssen uns komplett zurückziehen auf Kairo und Alexandria und es ist auch schon komplett die Frage, ob das überhaupt noch zu halten ist. Unsere Desert-Aufklärung, die kommt tatsächlich bis Alexandria. Aus dem Grund werde ich diese Garnison nach Kairo bringen. Ihn hier zurückziehen. So, üblerweise kriegen wir unseren Befehlshaber dort nicht mehr raus. Aber wir haben gesehen, wir können ihn tatsächlich verlegen. Und wir müssen die 36 ausgeben, der ist einfach zu wertvoll. Ich verlege ihn hier nach Suez. Da können wir schnell in den Hafen raus, wenn wir es brauchen. Außerdem sind wir relativ nah an Kairo, um hier noch ein bisschen Versorgung hinzubringen. Ja. Möglich wäre natürlich auch Port Said, aber ich denke, das ist der bessere Ort. So, die sind weg. Den können wir nicht verlegen und den können wir auch nicht verlegen. Wir können beide noch verstärken. Die Frage ist, lohnt sich das überhaupt? Ich tendiere dazu, dass sich bei der Artillerie nicht lohnt. Die bringen wir vielleicht nochmal, also die ist einfach auch verloren. Die bringen wir vielleicht nochmal in die Stadt, weil wir wissen, Versorgung 5 ist wichtig. Wir können sie dann für die Hälfte wieder bauen. Aus dem Grund scheint mir die Bewegung deutlich sinnvoller zu sein. Während ich aber das neuseeländische Korps hier noch einmal verstärke, damit sie hier, ja, 7 Punkte, damit sie hier vielleicht noch ein bisschen besser aushalten können. Viel wird das nicht ausmachen. So. Dann geht's weiter hier. Dann müssen wir unsere Luftwaffe weiter zurückziehen. Hier haben wir jetzt einen einsatzfähigen Jäger, den ich auch hier hinbringe. Der wird von hier hinten agieren, würde ich sagen. Wir gucken uns ganz kurz nochmal an. Halt, bitte jetzt nichts machen. Wie in der nächsten Runde der Support hier sein wird. Ah, das ist natürlich aufgrund der Stärke 2 ist da natürlich überhaupt kein Support mehr gegeben. Das ist natürlich das Problem. Ich weiß nicht, ob wir die Gelegenheit haben, die noch zu verstärken. Ja. Okay, muss auf jeden Fall in einer der Städte rein, das ist klar. Bringen wir sie mal hier hin. Okay. So, und die ziehen wir zurück. Ja, jetzt gucken wir mal, wo haben wir denn überhaupt überall 5? Hier auf dem Land leider nur in El Arish und hier weiter hinten in Gaza. Bin mir nicht sicher, die Einsatzreichweite von den Dingern, wie weit ist die eigentlich? Kann ich mir jetzt hier gar nicht angucken. Also wir können sie hier nicht vorne stehen haben. Auch hier ist es zu riskant. Hier könnte man es vielleicht riskieren, aber eigentlich dauerhaft ist das kein Punkt, wo man die positionieren könnte. Pass auf, wir müssen vielleicht erstmal andere Bewegungen machen. Diese Armee, die können wir hier leider, naja, wir könnten sie verstärken, aber auch nicht wirklich gut, weil sie da im Vierer-Versorgungsbereich steht. Wir können sie deshalb auch nicht verlegen. Wir müssen sie also einfach mal manuell hier hinziehen. Die Armee ist sicher noch eine Hilfe. So, die Garnison, die bringe ich mal im Gewaltmarsch hier irgendwo in die Nähe. Ich sehe gerade, man kann auf den Suezkanal was stationieren. Kann man da auch Flugzeuge stationieren? Das wäre es natürlich. Weil da hätten wir, glaube ich, noch einen Support. Nee. Ach nee. Nee, 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 alles klar. Tja, okay. Die Frage ist, was ist jetzt wichtiger für uns? Bomber oder Jagdflugzeuge? Bringe ich mal das Jagdflugzeug darüber. Und die Bomber, die fliegen dann von dort vielleicht irgendwann nochmal und dort. Auf jeden Fall müssen wir sie in Sicherheit bringen. Falls das hier alles in Dutt geht, werden wir sie erstmal auf Zypern stationieren und dann versuchen, irgendwo sinnvoll hinzuretten. Aber die Frage ist, wie machen wir das eigentlich? Ich weiß gar nicht, ob wir von hier aus verlegen können in die Heimat. Hinverlegen ging ja mit Flugzeugen. Und auch nochmal ein interessanter Punkt, den man prüfen muss. Das also ist unser trauriger Rückmarsch hier.
auf Kairo, auf den Nil zurück. Wir haben noch 174. Ich investiere jetzt hier nochmal und verstärke die Flugzeuge auf wieder 8. Das ist jetzt das, was am interessantesten ist am Flugzeugträger. Wir haben die hoffentlich im Modus, genau, Luftüberwachung, das ist gut. Tja, das Schlachtschiff könnte hier vielleicht tatsächlich auch nochmal von Bedeutung sein, aber das ist mir jetzt, glaube ich, hier zu teuer, hier noch etwas zu investieren. Mehr können wir meines Erachtens hier nicht machen. Wir können höchstens überlegen, ob wir die Garnison hier noch runterbringen, aber ich meine, die Transportkosten skalieren mit den Kosten. Wir gucken mal, wie teuer ist der Transport? 11. Ja, die könnten dann hier irgendwo anlanden. Und vielleicht noch minimal den Gegner so ein bisschen stören, dass er nicht direkt zur Desert-Aufklärung vorgeht. Vielleicht gar nicht so übel, oder? Ja, komm. Die werden jetzt geopfert. Die ist halt so. Fahr mal einmal raus. Wir machen das. Wir geben den Transport aus, fahren hier unten hin und landen die da an. Und du gehst zurück in den Hafen. Naja, verzweifelte Maßnahmen werden hier ergriffen. Soweit dazu. Im Irak können wir im Moment nichts machen, weil die keine Aktionspunkte mehr haben. Was aber interessant ist hier, ich habe mir das jetzt mal angeguckt, ist, dass wir natürlich mit diesem einen Korps keine Chance haben, glaube ich, den Irak zu erobern. Weiß ich zumindest, kann ich mir nicht vorstellen. Aber wir können diese Erdölminen besetzen. Das bringt uns immer 15 Produktionspunkte, wenn wir die haben. Die anderen sind hier oben. Ich sehe jetzt aber nicht, wie es möglich ist, da sinnvoll hinzukommen, weil irgendwelche Truppen wird der Irak auch haben und mit den Korps sind wir eigentlich nicht angriffsfähig. Und das Problem ist auch, selbst wenn wir jetzt vorgehen, müssen wir uns für eine Richtung hier entscheiden und dann könnte der Gegner hier über den anderen Weg uns abschneiden. Das heißt, mit dem einen Korps hier können wir eigentlich nur an dieser Position das Ganze verteidigen. Was anderes geht meines Erachtens nicht. Außer wir bringen da irgendwelche Truppen hin, aber das halte ich eigentlich für relativ sinnlos. Ja, so, jetzt ist die Frage, ob wir zumindest vielleicht mit unseren U-Booten hier noch irgendwas aufklären können und irgendwas Sinnvolles hier vielleicht noch erwischen. Was liegt denn hier im Hafen? Naja. Ein italienisches Schlachtschiff natürlich. Wir haben auch keinen Angriff mehr frei. Warum eigentlich? Na gut, dann ziehen wir es mal zurück. Die Frage ist, ja, ich will eigentlich auch, diese U-Boote sind wirklich nicht ganz unwichtig zum Erkunden der Lage. Aus diesem Grund will ich sie jetzt auch nicht opfern für irgendwelche sinnlosen Aktionen. Aber wir ziehen sie mal auch in die Richtung hier ein bisschen. Okay, die Bewegung war jetzt vielleicht nicht die sinnvollste. Aber vielleicht kann man das nächste Mal, ich meinte Versorgung ist hier noch top, kann man das nächste Mal hier noch was erreichen. Jetzt mit Sicherheit nicht. Bei dem Zerstörer, hier muss ich Produktionspunkte sparen, ich will den nicht auf U-Boot-Jagd setzen. Das machen wir nicht so. Das wäre es aber eigentlich komplett, was wir hier machen können. Mit unserer Flotte im Mittelmeer. Hier will ich weiter den Zugang beschützen. Wobei wir nicht viel schlagkräftiges Material hier haben. Aber damit können wir hier auch nichts großartig anfangen. So, das letzte Mal habe ich tatsächlich unsere tolle Garnison hier oben vergessen, die immer noch weiter tapfer vorrückt. So eine kleine Gag-Aktion. Und dann sind wir 127. Dann ziehen wir jetzt nochmal den. Machen wir jetzt nochmal die Flugzeugträger klar. Machen hier nochmal ein Upgrade auf die weiterentwickelten Flugzeuge für 17 und hier machen wir nochmal die Verstärkung auf das Maximum und dann sind die endlich in der nächsten Runde einsetzbar. So, ansonsten hier in der Nordsee ist ja nichts mehr los. Wir wissen eigentlich relativ genau, dass er seine einzigen guten Schiffe hier jetzt noch in der Gegend hat.
Da ich aber eh jetzt keine Produktionspunkte habe für irgendwelche Upgrades, fahren wir hier mal so ein bisschen niedlich in der Gegend rum. Und klären auch nochmal hier ein bisschen auf. Das ist wichtig für den nächsten Zug, dass wir jetzt hier zum Beispiel diese Route aufklären können. Beim nächsten Zug werden die Flugzeugträger da oben hin, sich hinbewegen. Aus dem Grund machen wir schon mal so eine Art vorbereitende Bewegung dafür. Du bleibst hier stehen, beschützt hier diesen Eingang zur Bucht, dass da niemand reinkommt. Leider ist ja diese Aktion super teuer, ne? Das ist auch noch so ein Problem, ob wir das überhaupt aus Kostengründen machen können. Das kommt noch hinzu. So, wir machen wieder mal hier einen hübschen Angriff. Welche Fabriken sind in Reichweite? Die hat er hier hübsch verteidigt, glaube ich. Was ist da noch für ein Symbol? Ist das neu dazugekommen? Wenn ich mich recht entsinne, war diese Fabrik zumindest beim letzten Mal noch unverteidigt. Fliegen wir also mal wieder darüber. Ah, jetzt ist dort auch Luftabwehr. Ja, zwei Schaden bekommen. Ein Schaden gemacht. Ja, ist die Frage, lohnt sich da jetzt noch ein Angriff? Tendenziell würde ich sagen, nein. Die Ziele sind jetzt ganz gut gedeckt. Was passiert eigentlich, wenn man direkt die Luftabwehr anfliegt? Wissen wir nicht. Tja, das ist natürlich auch so platziert, dass eine Luftabwehr hier diese Fabriken und diese Fabriken hier hübsch decken kann. Da unten ist noch eine. Kommen wir da hin von der Reichweite? Ja, da kämen wir tatsächlich hin. Oh, die habe ich noch gar nicht gesehen gehabt. Fliegen wir die mal an. Da sind Abfangjäger. Oh, die sind jetzt in Reichweite. Jetzt können unsere... Oh, schade, die wollte ich vorher eigentlich upgraden. Na gut. Haben wir jetzt minus 2, minus 1. Minus 1. Naja. Okay. Wir können aber... Nee, können wir nicht machen, weil die jetzt im Einsatz waren. Okay, dann das nächste Mal. Kann ich mit denen sonst noch was machen? Ja, ich würde gerne hier einmal einen Aufklärungsflug rüberfliegen. Ich will mal sehen, was sich hier so befindet. Drei Häfen decken wir damit ab, das ist ganz nett. Aha, aha, das ist sehr interessant. Da ist also das U-Boot im Hafen und wird repariert. Das ist dann ganz gut zu wissen. Das heißt, wir können hier mal eine kleine Überraschung hier platzieren. Und zwar, wenn wir hier und dort einen Zerstörer positionieren, dann kommt er dort nicht durch. Die Frage ist natürlich, halt, stopp, stopp, stopp. Sieht er das aufgrund der Kanalinseln? Aber stopp, die gehören dem Vereinigten Königreich, sehe ich gerade. Ja, was hat er für eine Sicht, ne? Ich hoffe jetzt einfach mal, dass er, wenn er, wenn wir hier stehen, dass er keine Sicht hat. Und dann bereiten wir das mal so vor und dann müssen wir uns hier noch positionieren. Aber ich will vorher noch mal was anderes checken, nämlich was ist hier los? Okay. Ja, wir haben hier... Das ist, wartet mal, das ist also die Gneisenau, genau. Und hier liegt vermutlich wieder das Schlachtschiff. Ah, wir sind abgetaucht, ne? Hm, ja. Oder ist er rausgezogen? Ne, da liegt das Schlachtschiff. Und da kommen wir nicht rein. Weil hier hatte er einen Zerstörer irgendwo in der Nähe, aber den hat er vermutlich auch sofort wieder hier reingezogen. Die Frage ist, ob wir den mit dem Luftangriff jetzt nochmal angehen wollen oder ob wir lieber hier noch wieder unser Upgrade machen, beziehungsweise unsere Verstärkung auf die Flugzeuge machen, damit wir das nächste Mal wieder voll einsatzfähig sind. Ist vielleicht interessanter. Auch eine interessante Frage, was würde jetzt an dieser Stelle das Bombardement auf die U-Boote da bringen? Das kann ich aber nicht prüfen, weil wir die Reichweite, glaube ich, nicht haben. Nee. Ich denke, ich werde mal die Verstärkung unternehmen hier. 36 kostet mich das auch. Wow. Ja,
So viel dazu. Dann würde ich gerne ein Chor noch einsetzen und transportieren. Und das ist jetzt ein kniffliger Punkt, weil das will ich natürlich hier so weit wie möglich jetzt hier runterbringen. Das heißt, wir müssen wieder die Route frei erkunden. Ich werde jetzt erstmal diesen Zerstörer hier noch hin platzieren, um die Ausfahrt des U-Boots zu blockieren. Und jetzt müssen wir mal die Route erkunden, ob wir hier sauber durchkommen. Aber wir haben ja gesehen, dass die deutschen Schiffe, dass die dort im Hafen liegen. Das heißt, wir scheinen hier ganz gut durchzukommen. Wie weit kommen wir mit Kreuzen mit dem Transporter? Also ich rechne hier tatsächlich nicht mit Feindschiffen. Aber wir können ja auf Nummer sicher gehen. Schicken wir die Franzosen nochmal hoch. Okay, der Weg ist frei. Dann investieren wir das nochmal. Werden hier einen Transport machen. Das würde ich für Tunis machen. Und dann gucken wir mal, wie gut wir jetzt hier durchkommen. Also, was ist jetzt hier erkundet? Das ist leider nicht so super gut zu sehen. Aber ich denke, wenn wir das so machen, liegen wir auf der erkundeten Route. Wie weit kommen wir denn jetzt? Wow, wir kommen ziemlich weit. Also, wir kommen hier jetzt sogar in diese ziemlich sichere Position. Wir könnten sogar hier in den Hafen fahren. Das wäre sogar, das wäre wahrscheinlich das noch das sicherste. Das machen wir mal. Weil von dort nach dort sollten wir safe kommen. Aber wisst ihr was? Es ist Quatsch. Er wird dort niemals irgendwie hinkommen mit seinen Schiffen. Wir können einfach dort gewissermaßen parken. Oder wir könnten hier sogar rausziehen. Ah nee, das geht schon. Alles gut. So, das heißt, mit ein bisschen Glück kommen wir in der nächsten Runde hier an und können diese ganze Verteidigungsstellung nochmal mit dem Chor absichern. Das ist Ziel des Ganzen. Okay, was haben wir dann noch hier zur Verfügung? Also, wenn ich richtig gezählt habe, hat er nur noch dieses eine U-Boot, oder? Ich werde deshalb einfach mal hier so in Stellung bleiben. Wo haben wir noch Schiffe? Da oben noch ein einsames. Versorgung ist noch top. Das bleibt hier auch mal mittig liegen. Kannst in beide Richtungen operieren. Das ist soweit in Ordnung. So, irgendwie noch ein Schiff vergessen. Die sind jetzt relativ wichtig für uns. Wir könnten überlegen, ob wir eins oder zwei von denen auch ins Mittelmeer bringen. Müssen wir mal sehen. Weil, wenn er keine U-Boote mehr groß hat, sind sie ja auch nicht wirklich nützlich. Nee, ich denke, das kann dann erstmal so bleiben. Leider, ja, es genügt noch nicht mal die Produktionspunkte, um vielleicht noch eine Garnison zu kaufen für Ägypten. Aber ob wir die da haben oder nicht, ist, glaube ich, auch kein so wesentlicher Unterschied. So, bei den Sowjets ist jetzt interessant. Ich hatte gesagt, dass ich eigentlich gerne jetzt mit den Upgrades beginnen möchte, damit sie bereit sind. Allerdings weiß ich gar nicht, ob das so klug ist. Nehmen wir mal an, es gibt die Kriegserklärung. In dem Moment würden wir hier auf 100% kommen und würden mit einem Schlag dann Runde für Runde ziemlich viel Produktionspunkte erhalten. Und dann sind wir mit Sicherheit in der Lage, diese zwei Runden oder vielleicht sogar drei Runden, die er braucht, von hier nach dort, wahrscheinlich sogar mehr, dass wir in dieser Zeit das hier erledigen. Insofern ist es meines Erachtens sinnvoller, wenn wir noch ein Stück in die Forschung stecken. Und ich glaube, das Allerwichtigste bei den Sowjets sind die Infanteriewaffen. Wenn wir da vielleicht relativ früh auf Stufe 2 kommen könnten, dann wird unsere Defensive einfach viel, viel besser stehen. Weil gerade für die Defensive, für die Verteidigung von Städten und Bunkeranlagen ist halt die Infanterie perfekt geeignet. Und wenn wir dann noch die beste Infanterie haben, die es gibt zu dem Zeitpunkt, und er scheint uns ja mehr Zeit zu lassen, lohnt es sich meines Erachtens hier zu warten, bis wir die 200 haben und hier nochmal zu investieren. Außer bei den Garnisonen. Da werde ich das Upgrade mal machen.
Das kostet mich ja auch nichts. 7. Bei denen machen wir es mal. Falls er nämlich jetzt sofort den Krieg erklärt, aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht nachvollziehen kann, dann brauchen wir uns nicht vorhalten, dass wir die Garnison technologisch nicht gut ausgestattet haben. So, mehr können wir hier auch nicht machen. Die bringen wir nochmal hier hin und dann ist das erstmal das, was wir mit den Sowjets machen. Mit den Amerikanern, da allerdings sollten wir nochmal gucken, ob wir nicht forschungstechnisch noch weitergehen. Logistik ist nach wie vor interessant. Da gehe ich, glaube ich, sogar noch in die nächste Stufe, einfach deshalb, weil das die Kosten für Verlegungen und Transporte reduziert. Und wir werden, wenn es gut läuft, ganz normale Transporter nutzen, um unsere amerikanischen Truppen nach Afrika zu bekommen, wenn wir dort Algier halten. Insofern wird Logistik eine wichtige Sache. Das heißt, ich investiere da nochmal die 100 mit rein. So, das war's aber jetzt. Dann gucken wir mal. Achso, eine Sache will ich noch gucken. Kriegen wir eigentlich hier, wenn wir hier diplomatisch unsere Initiativen wieder zurücknehmen? Weil das lohnt sich jetzt überhaupt nicht. Und es war auch am Ende total blöde. Kriegen wir da irgendwie einen Teil der Kosten zurück? Das wäre noch eine coole Sache. 43 haben wir jetzt. Nee, es wird uns nicht zurückerstattet. Insofern können wir das auch erstmal stehen lassen. Es nützt hier sowieso nichts, wenn die im Krieg sind, können wir sie auf diese Art und Weise nicht aus dem Krieg rausholen. Insofern war das ein bisschen aus Unkenntnis der möglichen Events eine Fehlentscheidung, die ich mir aber jetzt nicht sehr zu Herzen nehme. So, Zug beenden. Gucken wir mal, was noch so für Events kommen. Naja, Nachschubmangel, aber die kommen doch rechtzeitig dahin, das verspreche ich. Irak schließt sich den Achsmächten an. Wirtschaftssanktionen der Alliierten gegen Irak. So, dann haben wir Produktionstechnologiefortschritte bei den Briten, Spionageaufklärungsstufe 1 und immerhin 261, weil wir trotz der Kosten für den Irak ein bisschen mehr von den USA halten. Naja, okay, alles klar. Und UdSSR nimmt jetzt schon 96 ein. Das ist gut. Sehr gut. Okay, also. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir Kairo verlieren werden, aber das ist dann halt so. Das ist halt sein Schwerpunkt, den er ganz offensichtlich gesetzt hat, mit seinen Truppen dort massiv reinzugehen. Und das kann man dann auch nicht halten. Man hätte es vielleicht ein bisschen noch verzögern können, aber man kann es nicht halten. Und insofern ist das okay für mich, weil das hat für ihn durchaus Nachteile an anderer Stelle. Und auf diese Nachteile setze ich nämlich den Zeitverzug, den er hat beim Angriff auf die Sowjetunion. Wir werden sehen. Also, bis dahin macht's gut, euer Steinwallen.